Eugen Ruge folgt in seinem zweiten Roman Metropol drei Menschen auf dem schmalen Grat zwischen Überzeugung und Wissen, Loyalität und Gehorsam, Verdächtigung und Verrat in der Sowjetunion der 1930er Jahre. Er liest am 26. März ab 20 Uhr in einem Livestream, organisiert von der Gemeinde Kleinmachnow. Die Lesung ist moderiert und das Gespräch führt Rolf Günther Schulze von der Deutschen Welle. Den Livestream-Link finden Sie auf www.kleinmachnow.de.